Nur wenige Kilometer westlich von Porto de la Cruz liegt der Barranco Ruiz. Unmittelbar an der Straße TR5 befindet sich ein Wanderparkplatz mit Spielplatz. Hier parken wir das Auto und beginnen die Rundwanderung aus dem Roter Wanderführer Nummer 15. Barranco de Ruiz nach San Juan de la Rambla. Eine abwechslungsreiche Rundwanderung an der Nordküste San Juan de Rambla besitzt einer der schönsten Küstenabschnitte des Inselnordens. Hinter der schmalen Küstenebene mit ihren malerischen Dörfern erheben sich mächtige Steilwände. Eine Etage darüber prägen am Fuße des Tedes Terrassenfelder die Hänge. Die prächtige Rundwanderung bezieht all diese Landschaften ein. Das Höhenprofil zeigt zunächst den Anstieg durch den Barranco, dann ein abfallender Verlauf bis fast ans Ende der Wanderung. Start- und Zielpunkt ist der Wanderparkplatz an der TF5. Die Streckenlänge beträgt 8,4 Kilometer. Hierbei beträgt die reine Wanderzeit 3,5 Stunden. Der Aufstieg beläuft sich auf 524 Höhenmeter und der Abstieg liegt bei 511 Höhenmeter. Wie immer sind wir die Tour mit Wanderschuhe gelaufen. Wir starten unsere Wanderung am Westende des Picknickplatzes und steigen über eine Treppe hinauf zu einem Camino, der durch den beeindruckenden Barranco ansteigt. Der gepflasterte Weg verjüngt sich und geht in einen schmalen Pfad über. Der Barranco Ruiz befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Dieses Naturschutzgebiet trägt den schönen Namen Sito de Interesse Certifico. Das bedeutet ein sensibles ökologisches Gebiet mit besonders wissenschaftlichem Interesse. Davon gibt es auf Teneriffa 6, die eine besonders schützenswerte endemische Flora und Fauna aufweisen. Des Weiteren bieten die Basalthöhlen und Tunnelformationen fast allen auf der Insel vorkommenden Raubvögeln Nistplätze. Mittlerweile sind wir wieder auf einem steingepflasterten Weg, der sich in Serpentinen hinauf zur Hochfläche zieht. Der Aufstieg durch den Barranco endet an einer kleinen Plaza in La Vera. Der Ausblick von hier ist fantastisch. Auf der einen Seite blickt man hinunter zum Meer, im Rücken dann der überwältigende Tede und auf der anderen Seite der gewaltige Barranco.
Hinter der Plaza treffen wir auf eine Straße. Hier wandern wir über die Straße zwischen den Terrassenfeldern hinab. Dieser Teil der Wanderung ist nicht so berauschend, weil die nächsten 2,8 Kilometer über eine Asphaltstraße verlaufen. Ist das schlimm, wenn das Handy so in der Hose drin ist? Hm? Die angelegten Terrassenfelder sind mit die einzige Möglichkeit, traditionelle landwirtschaftliche Anbauweise in der Insellandschaft zu betreiben. Knapp 10 Minuten, nachdem wir die kleine Plaza in La Vera verlassen haben, passieren wir das ehemalige Restaurant Mirador El Massapé. In der zweiten Linkskurve nach dem Restaurant hat man einen herrlichen Ausblick entlang der Küste und auf die Ortschaft La Rambla. Nach dem spektakulären Blick der Küste entlang wendet sich die kaum befahrene Straße dem Hang entlang. Gute 30 Minuten später queren wir den Barranco de Chorrera del Obispo de Mesa. Wenige Schritte später verlassen wir die Asphaltstraße und biegen auf einen Fahrweg zu einem Trafoturm ein. Der Fahrweg endet schnell nach 10 Metern in einen Camino, der sich Barranco abwärts fortsetzt. Der schöne Wanderweg führt über einen Rücken zwischen zwei Barranco-Einschnitte Richtung Küste hinab. Die Vegetation im Barranco besteht überwiegend aus Wolfsmilch- und Kakteengewächse. Schöner Barranco ist das hier. Nach einer guten Viertelstunde erreichen wir ein betoniertes Bett des Barrancos, folgen diesem ein paar Meter und verlassen das Betonbett über eine Treppe. Kurz darauf treffen wir auf die ersten Häuser von San Juan. Über eine Auffahrt zu dem eben passierten Haus gehen wir hinunter auf die Asphaltstraße und folgen dieser in den Ort hinein. Die Brücke, über die wir gehen, quert die Küstenstraße TF5. Bei einem in die Jahre gekommenen Haus
gehen wir über eine Pflasterstraße hinab zur Plaza von San Juan de Rambla mit der Kirche. Nach einer kurzen Stippvisite um die Plaza verlassen wir den Ort entlang der Hauptstraße, bis wir zur Bushaltestelle kommen, wo es dann Richtung Las Aguas geht. Las Aguas ist ein kleiner Ort und gehört zur Gemeinde San Juan de la Rambla. Der Ort hat ca. 450 Einwohner und liegt direkt am Meer. An der Mini-Promenade schlagen die Atlantikwellen hoch, die hier bei Sturm recht kräftig sein können, wodurch das ehemalige Schwimmbecken komplett zerstört wurde. Las Aguas ist ein Besuch wert. Hier befinden sich einige gute Restaurants, die an den Wochenenden überwiegend von Einheimischen aufgesucht werden. Oberhalb am Schwimmbad vorbei verlassen wir den Ort Las Aguas und folgen einem wunderschönen Camino der Steilküste entlang. Er bringt uns in ca. 20 Minuten nach La Rambla, der Ort, auf den wir bereits vom Aussichtspunkt unterhalb vom Restaurant Mirador El Mazapé schauten. Der Camino führt an einigen einzelstehenden Ferienhäusern vorbei, die man für einen Aufenthalt auf Teneriffa anmieten kann. Thank you.
Der schöne Küstenpfad endet auf der Plaza de la Rambla vor der Eremita de la Virgen del Rosario. Durch das Tor und über langgezogene Treppenstufen steigen wir hinauf zur Straße, die von der TF5 herunterführt. Durch Bananenplantagen folgen wir der schmalen Straße bergan zum Zielpunkt der Wanderung. Die Küstenstraße gequert, haben wir unseren Ausgangspunkt von heute Morgen erreicht. An einem Sonntag fahren die Spanier immer ins Freie und halten ein Picknick ab. Dementsprechend hat sich der Parkplatz gegenüber heute Morgen gut gefüllt. Das Fazit: eine kurze und abwechslungsreiche Runde mit vielen schönen Weitblicken. Die 2,8 Kilometer Asphaltstraße auf der Route muss man halt in Kauf nehmen.